Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Und letztens haben wir ja eine Tierlist gemacht, worum es um die ganzen Starter-Pokémon ging, welche ich am besten fand. Und das habe ich mir mit Grotti von IceTV ausgemacht. Gegebenenfalls auch vielleicht mit Apfel, dass wir alle so ein Video machen und wir dann gegenseitig drauf reacten und diese Tierlist dann bewerten. Und unsere Reaktion halt an die Tierlist von den anderen geben. Also ich bewerte jetzt in dem Video die Tierlist von Grotti. Und ja, gebe mal so meine Meinung ab. Und ja, bin mal sehr gespannt. Ein Like hast du schon, den zweiten. Ihr könnt gerne unten in der Videobeschreibung auch euch das Video so angucken und ein Like geben. Würden diese Jungs von IceTV sich sicher freuen. Und hier sehen wir auch schon Infinite Fusion, der nächste Teil, Folge 9. Ist hochgeladen bei ICDV. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Das ist unser Soul-Link-Projekt. Und jetzt würde ich sagen, labern wir nicht so lange rum und schauen direkt rein. Ich bin gespannt, was Grotti Hallo und so herzlich willkommen zu vorhat. einem neuen Video. Ich sehe gerade, ich packe mal meine Facecam hier direkt unter Grottis Facecam. Er war anscheinend hier duschen, das sieht man. Schön, vo schönes, volles Haar, Grotti. 10 von 10, ich würde. Auf dem Kanal. Heute mache ich eine Tierlist zu allen Startern von Generation 1 bis 9. Ich bin so Das ist gespannt. aufgeteilt von S bis D-Tier. Ich hoffe, das ist dieselbe Liste, die die Jungs benutzen, weil sowohl Jordan, also Jordan macht auch eine eigene Tierlist, und Apfel macht eine eigene Tierlist. Die Ja, von bin ich Apfel mal seht gespannt auch. ihr in 4 Tagen, Oh, am okay. Samstag. Bei Jordan weiß ich nichts, wann die kommt. Die ist schon Und dann online. werden wir noch, also werde ich Link ist noch in der Beschreibung. Jordans Folge schauen und darauf reacten, Apfels Folge schauen, darauf reacten. Das Ganze in einem Video, und Apfel wird dasselbe machen. Und Jordan wird dasselbe machen. Damit wir gegenseitig so unsere Meinungen mal sehen und uns da gegenseitig ein bisschen die Köpfe einschlagen können. Ja, nochmal so drauf hingenommen. Das ist meine Tierlist. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt einmal kurz wegschauen oder ein bisschen nach vorne springen. Die wollen wir natürlich auch vergleichen, ob wir was Gleiches haben. Ich gehe jetzt auf mein Video drauf und wir gucken uns nochmal meine an. Das ist meine Tierlist. Ja, also da kann sich halt auch noch viel ändern mit den neuesten Startern. Felori finde ich einfach total langweilig. Habe ich auch schon richtig erklärt. Es kann auch sein, dass Krogel mein absoluter Liebling aus jetziger Sicht ein D-Tier wird. Kann auch sein, dass er S-Tier wird. Oder auch Quacks höher oder schlechter gerankt wird. Wir wissen aber halt noch nicht die Entwicklung. So, lasst euch von denen noch nicht abschrecken. Jetzt auf Felori an sich gesehen. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, Link ist in der Beschreibung zu diesem Video hier. Und ja, ich hoffe, ich gebe jetzt schon mal eine Prediction. Wir haben mindestens drei gleiche auf demselben Platz von S bis D. Und Grotti hat mir auch schon geschrieben, dass er im S-Tier 3 hat und im D-Tier glaube ich auch. Und im S-Tier hat er irgendwas geschrieben mit ein Wasser, ein Pflanze, ein Feuer. Ich sehe, ich habe gar keinen Feuerstarter drin. Ich hätte aber auch Flamly oder Glumanda auch auf S getan, aber so ist es am Ende geblieben, dass ja. Ich gebe die Prediction ab. Grotti hat auf jeden Fall, ja, Plinfa ist eigentlich klar, oben drin. Dann Pflanze. Ich glaube, ich lehne mich mal so aus dem Fenster, dass er Indivier auf dem Platz hat. Und Feuer. Würde ich mit Glumanda gehen bei Grotti? Das ist meine Prediction. Die gebe ich schon mal ab. Und auf D-Tier gebe ich noch keine Prediction ab. Aber gucken wir mal weiter. Ja, ich werde durchgehen von den Generationen hier. Wir fangen hier mit 1 an, enden mit 9. Ich glaube, jeder weiß, wie man zählt. Das hoffe ich zumindest. Und werde die dann hier ranken und mal schauen, wie oft ich da noch was oben werfen werde. Aber mal schauen. Dann fangen wir doch gleich mal mit Kanto an. Komm, Dieser Samen. dieser Samen. Also Kanto-Starter, die sind
Viele Leute sagen, die sind ziemlich stabil. Was ist das eigentlich für ein Bild bei Divya? Habe ich mich auch schon gefragt. Bei mir sah das viel cleaner aus. Mein Gott. Aber dafür sahen die neuen bei mir richtig komisch aus. Ja, egal. Man kann alles erkennen. Leute mögen Kanto, ich mag Kanto nicht. Ja, dann diese Samen trotzdem. Oh, warte, wenn er ihn trotzdem auf A macht, aber wenn er Kanto nicht mag, dann glaube ich auch nicht, dass er Glumanda auf A hat. Aber ich könnte mir sonst keinen anderen vorstellen, den auf S meine ich. Ich könnte mir keinen anderen vorstellen, den auch auf S hat. Vielleicht noch auch Flamly. Ja, gucken wir weiter. Art hier. Glumanda hasst mich jetzt, viel zu overhyped, ist ein B-Tier. Schade. Viel zu. Ach, das wusste ich von Gotti gar nicht, dass er Glumanda krass so gehyped für das, was es ist. Er hat aber auch recht, aber trotzdem, Drache ist einfach krass. Haben wir sonst noch irgendwo einen Drachen? Was übrigens nicht mal den Drachentypen hat. Okay, Mega-Entwicklung, aber sonst haben wir gar keinen Drachen als Starter, oder? Denke nicht. Deswegen finde ich es auch richtig Shiggy krass. Shiggy ist auch stabil auf B. Shiggy ist... Shiggy. Das ist nicht so cool, nicht so spannend. Ich mag es nicht so gern. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Dann Jet... Habe ich Shiggy auch auf B? Ich glaub, und zwei... Oder auf C. Ich sagen, das ist eine meiner Lieblings-Gens. Jetzt ein DVS. Divya ist definitiv ein A-Tier. Geiler weißer Hintergrund hier bei den Divya. Okay, auch nicht S. Feuerriegel würde ich sogar... Würde ich Feuerriegel in ein S-Tier packen? Feuerriegel, das ziemlich, bist du. Ist eines der besten Starter-Pokémon, aber ist es S-Tier würdig? Ich würde es auch mal ein A packen. Und würde mir dann noch mal überlegen. Aber ich finde den Feuerriegel eigentlich schon besser wie die Samen in Divya. Ja, okay, bin ich mit der Prediction komplett falsch, außer Plinfa. Okay. Ich würde es so machen. Okay. Weil es geht besser als Feuerriegel. Also, warte mal. Wenn ich so sehe, was ich auf C habe. Aber es kann sich noch viel ändern. Wir haben noch viel vor uns. Aber es geht ja auch noch. Also, diese Samen und Endivir würde ich nicht auf dieselbe Stufe packen wie Feuerriegel. Auch wenn ich Endivir mag. Endivir sehr. Meine Mani ist. Wehe, du machst den auf D. Ich mag ihn eigentlich sehr, aber. Du magst ihn sehr. Du magst ihn sehr, aber gehst auch auf D. Ich würde es ein C packen, denke ich. Höhen! Gen 3. Too much water. Junge. Aber Trico. Geil. Geile Starter. Pack ihn bitte auf A. Nein! Pack ihn bitte auf A. Komm, bitte auf A. Ich würde Trico nicht auf eine selbe Stufe wie Feuerriegel packen. Mann! Ich hätte so gefühlt, hätte ihn auf A gesetzt, weil wir haben letztens noch drüber geredet und wir haben beide gesagt, wir haben beide Gag aber noch nie wirklich gespielt. Das wäre zu geil gewesen. C-Tier ist hier ziemlich Wasser Pokémon. Hydropi auf C? Okay, ja, man hat eh gesagt, dass er Hydropi auch nicht so geil findet. Gen 4? Sinnoh hingegen mit der ist... Stabil. Plinfa, erstes S-Tier-Pokémon. Pamflam, A-Tier. Cellost. Cellost fast in D packen, weil D ansonsten ziemlich leer wird. Wir haben nicht viele Kandidaten für D. Ja, wir haben gleich viele auf D. Wer hat auch gesagt, er hat 3. Ja, nee, Cellost ist keiner für D. Dafür war sehr happy voll. Für dich. Oder? Sehr ja. Happy voll? Also Gen 5 jetzt, Unova, Einall. Da sind ich starte am schwächsten. Ich würde jetzt einfach, Serpifoy ist noch am stärksten. Die würde ich in C packen. Floink ist total langweilig. Und einfach ein Versuch, nochmal ein neues Panfermon zu machen mit Feuerkampf. Oder nochmal ein neues Logok zu machen mit Feuerkampf.
Otero hat. Ich liebe Otter. Otter sind die besten Tiere, aber. Otero ist weiter. Widersprichst dich schon selber. Otter sind die besten Tiere, aber dein Lieblingstier ist doch Pinguin. Entwicklungen enttäuschen mich enorm. Vor allem Atmurai. Was Ja. mich so hart abschreckt, dass ich nie Otero nehmen werde. Nie irgendwo. Laut jetzt. Es ist einfach ein D-Tier. So, Gen 6, Carlos. Eins meiner Lieblingsgames, habe ich jetzt. Also, Gen 6, eins meiner Lieblingsgenerationen. Genauso wie Gen 2 und Beste. 4. Ich hab immer so einen Sprung, die Ungeraden mag ich nicht. Fällt mir so auf. Ja, gut. Gamaro habe ich tatsächlich nie gespielt. Ist aber wieder ein Standard Bulky Pflanzen-Pokémon. Was ich dafür auf die packen werde. Phynx? Ganz klares S-Tier. Phynx ist. Ich glaube, der wird mich umbringen. Der wird mich so umbringen. Weil ich gesagt habe, dass ich die Weiterentwicklung ziemlich scheiße finde. Die sind auch scheiße. Kann mir. Also von der Meinung werde ich niemals wegkommen. Vom Aussehen, vom Design finde ich Finks die Entwicklungsreihe Müll. Das ist ein Fuchs. Was will man mehr? Ein Frosch. Und Froxy? Komm auf A-Tier, weil Froxy ist auch ziemlich stabil. Gen 6 ist ziemlich stabil. Nehmen ziemlich oft das Wort stabil, ja. Margotti hat gesagt, er hat auf S noch Feuer, Wasser, Feuer, also Wasser, Feuer und noch ein Pflanzen-Pokémon. Das hat er mir schon gesagt. Bautz, Chimpep oder Fellori? Am stabilsten von denen, die er noch zur Auswahl hat, finde ich noch Bautz. Chimpep kann ich mir nicht vorstellen. Fellori, da würde er mich auch rassen. Aber ich gehe von Bautz aus, dass er das da auf S Ja. tun wird. Mag nicht, dass in S und A gar keine Pflanzen-Pokémon sind, aber es. Ja. Würde sich auch nicht mehr viel ändern dran. Außer, dass wir Bautz auch straight in den S-Tier hochballern. Weil Bautz ist einfach ein ziemlich Richtig. geiles Pokémon. Richtig so. Einziger Negativpunkt bei Bautz ist die letzte Entwicklung zu einem Pflanze-Geist-Pokémon wird. Geist? Wird er zu Nein. Geist? Nein? Warum konnte es nicht Pflanzeflug bleiben? Wurde es wirklich Geist? Hatte irgendwie einen anderen Typen im Kopf. Ah ja, okay. Pflanzeflug ist so. Warum konnte es nicht Pflanzeflug bleiben? Pflanzeflug ist so ein cooler Typ. Warum nicht? Weil Baum. Flamiau. Diese Überlegungszeit bei Grotti. Ich habe Flamme auch einmal gespielt in dem Playthrough von Gen 7. Ja, Das war cool. und? Die letzte Entwicklung ist aber eher nicht so geil. Ist, denke ich, ein B-Tier. Die letzte Entwicklung ist halt einfach. Die haben versucht, nochmal irgendwie einen Feuerkampfstarter zu machen, aber irgendwie auch nicht, weil es Feuerunlicht wurde. Aber jeder wusste, dass es eigentlich ein Feuerkampfstarter hätte sein sollen. Darüber habe ich auch schon gesprochen und ich habe ich glaube, das erste Jahr, wo das Spiel, nachdem es draußen war, habe ich immer noch gedacht, das wäre ein Feuerkampf-Pokémon, bis ich ein Let's Play gesehen habe und da irgendwas gesagt wurde, dass er Feuer und Licht ist. Die hatten das Design wahrscheinlich schon davor und dann haben die gesagt, Feuerkampf, das können wir nicht nochmal machen. Nehmen wir lieber Feuer und Licht. Da können wir dasselbe Design nehmen. War nicht so cool. Und Populeo ist ein D-Tier. Ich mag es gar nicht. Gott, Weder ich S liebe noch dich. die Weiterentwicklungen. Gen 8. Haben wir schon mal einen, was mir auffällt, den gleichen Position? Pamflam habe ich, Gimpep glaube ich, habe da ich nie auch. gespielt. Weiß ja auch nicht, ob ich Feuerriegel auch da habe. Man merkt eigentlich schon, ich bin eigentlich kein Freund von Pflanzen-Pokémon, weil ich diese bulky Kampfart nicht mag.
Jimpep gebe ich aus Mitleid noch den C-Rang. Ja. Weil es ist vom Design nicht ganz scheiße. Aber auch nicht optimal. Hoplo? Hoplo. Hoplo. Hopla! Hoplo wird sich, denke ich, dazu ordnen zu C. Hoppla! Wenn ich mir so die Designs mit auf C anschaue, passt das, glaube ich, sehr gut. Ich sehe gerade ziemlich krasse Parallelen zwischen Igamaro und Hoplo. Wollte ich auch gerade sagen. Ach. Und Sobble? Memion. Ich mag sie nicht. Ja, ich hab da auch weiter unten. Schon Dinge, ein echt cooles Pokémon. Aber ich bin jetzt gespannt, wo er für Lori hinpackt. Ab Gen 8 haben die halt angefangen, jetzt zumindest den Starter-Pokémon eigene Persönlichkeiten zu geben, die die immer ausleben. Ich mein, Sobble ist ein Pokémon, was immer heult. Was immer sad ist, also in dem Grunde auch immer. Chimpep ist. Also die haben halt alle eine Persönlichkeit, die vorgegeben ist. Das ist einfach nicht. Nee. Das macht nee. Die ganzen Starter kaputt. Weiß nicht, wie ich es besser in Worte fassen soll. Ja, egal. Dann haben wir Gen 9. Gen 9 wissen wir ja noch nicht recht viel mehr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwie jetzt doch noch ein Trailer irgendwo hervorkommt, so ein Leak. Wissen wir noch gar nichts zu den Startern. Aber ich finde sie ziemlich stabil. Quax kann ja definitiv ein A-Tier werden. Solange die Weiterentwicklungen passen, könnte Quax sich vielleicht sogar auf S-Tier hocharbeiten. Oder gegebenenfalls auf B abrutschen. Niemand weiß es. Ich weiß gerade gar nicht, wie du heißt, ne? Sagt, glaube ich, schon alles aus, dass du eigentlich auf C kommst, wenn du. Ja, aber warum sind wir so gleich, Grotti? Aber du hättest es eins weiter runterpacken müssen. Design hast. Ja. Das ist einfach eine Katze. Ich habe einfach eine Katze genommen. Ich weiß nicht, was in dem Design spannend sein soll. Quax hat zumindest diese Mütze. Diese Mütze. Und Krokel? Ja, Grotti. Krokel ist ein Krokodil-Pokémon. Ich weiß nicht, wie viele Krokodil-Pokémon wir schon haben. Aber es sind zu wenige, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich Krokel eigentlich fast auf. Es gibt nicht für Krokodile, mir fällt nur. Ich mag Krokel. Rabigator ein, also die Entwicklungsformen. Ein Entwicklungsreich von Rabigator, mehr fällt mir bei Krokodil gerade nicht ein. Vom Design her. Das sieht in Ordnung aus. Ja. Ich glaube, Jordan hat mir die Tierlist geschickt, nach der ich mich gefragt habe, aber. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Tja. Genau. Das ist mein. Du zu blöd bist, die zu finden in der kurzen Zeit. Ich weiß nicht, wie lange du gesucht hast, aber das war die erste Tierlist, die ich angeklickt hatte, nachdem ich nach Pokémon Starter Tierlist gesucht habe. Aber egal. Meine Tierlist. Ja. Mal schauen, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, beleidigt mich gerne, weil ihr andere Meinung seid. Und ja, beleidigt ihn bitte. Ja, ich glaube, Jordan hat mir die. Vergleichen wir mal kurz. Linfa haben wir beide gleich, das ist klar. Auf A haben wir Pampflam auf jeden Fall beide gleich. Heuriegel haben wir auch beide. Die habe ich auf S und Quax habe ich auf B. Auf B haben wir Gekabo gleich. Flamiao. Ja. Und auf C. Auf C, was haben wir auf C? Beide gleich. Chellast, glaube ich. Ja, Chellast. Derpifeu. Igamaro? Ja, Igamaro und haben wir noch was? Ja, und auf dem letzten. Hey, Grotti, du hast mich angelogen. Du hast doch gesagt, du hast auf dem D-Rang hast du nur
3, du hast aber 4. Aber ich bin ja der Hater. Ja. Ich habe einen weniger. Wovon wir noch einen noch nicht mal richtig kennen. Tja. Aber ich bin ja der Hater, Gotti. Merkt ihr das? Und auf D haben wir nur Robball gleich. Tja. Ah, das war doch ein sehr interessantes Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.